Hallihallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und wir hatten jetzt diese Woche einen ganz massiven Wintereinbruch Mitte April. Wir hatten hier im Wienerwald 40 cm Neuschnee, der liegen geblieben ist innerhalb von 24 Stunden. Dementsprechend massiv sind auch die Schäden an Bäumen und Sträuchern überall, sowohl in den Gärten als auch hier im Wald. Ich habe es euch ja im Intro schon ein bisschen gezeigt. Überall liegen die Bäume, die abgebrochenen Äste herum. Ganz massive Schäden. Also ich würde mal schätzen, ich denke, das geht so hier im Wald, im Revier der Bundesforste in Breitenfurt, denke ich schon, irgendwo in die sechsstelligen Beträge. Ist wirklich ganz massiv. Egal welchen Weg man entlang geht, überall sieht man die umgestürzten, abgebrochenen Bäume und Äste. Ganz, ganz massiv. Es war auch heute, wie ich hergegangen bin, jetzt sitze ich auf meinem Poncho heraus. Wir hatten zwischendurch Schnee, so Graupelschauer mit Wind, Regen, jetzt scheint wieder die Sonne bei blauem Himmel. Ja, ist ganz, ganz verrückt momentan, es wird jetzt in der Sonne auch richtig warm. Ich habe mir trotzdem mein Tarp über die Hängematte gespannt. Sicher ist sicher, war auch ganz froh darüber, dass ich das gemacht habe, weil ich hatte schon zwei Regengüsse. Also das bleibt mal aufgehängt. Ich kann dann jederzeit das Ende wieder zumachen, wenn es wieder zum Regnen anfangen sollte. Ganz extremes Wetter momentan. Ganz schlimm. Ja, nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem wieder rausgehen. Aber aufgrund der Wetterlage, Klettersteige momentan, das ist alles viel zu rutschig. Durch den Schnee, durch das viele Wasser, durch den Regen. Also habe ich mich dazu entschieden, ich möchte heute mal wieder ein bisschen was in meinem Lager machen. Und zwar möchte ich heute aus einem etwas dickeren Ast, den ich mir noch suchen muss, einen Becher schnitzen. Die Idee ist mir irgendwann die letzten Tage gekommen und ich möchte es einfach probieren. Ich mache das wirklich komplett aus dem Bauch raus. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Videos vorher angesehen oder irgendwelche Intros oder was weiß ich, sondern ich mache das wirklich komplett aus dem Bauch raus, aus dem Gefühl, habe sowas auch vorher noch nie gemacht, habe aber so eine Idee, eine Vorstellung davon, wie ich das machen möchte, grundsätzlich rein nur mit dem Taschenmesser. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was sich ergibt. Auf dem Weg ins Lager war ganz interessant heute, relativ wenig Menschen unterwegs, ein paar Jogger, ein paar Radfahrer. Aber was unterwegs war, waren ganz viele Wildtiere. Also ich hatte heute schon einen Specht, Spatzen, Meisen und ich hatte sogar ein Reh. Ein paar Meter nur von mir weg im Wald drinnen. Habe das im ersten Moment gar nicht gesehen, sondern erst wie es sich bewegt hat, wie es dann von mir weg ist. Ein ausgewachsenes Reh. Ich habe nur eins gesehen, ich weiß nicht, vielleicht waren noch irgendwo andere noch in der Nähe, irgendwo im Unterholz, aber War super schön, aber es war dann gleich weg, also keine Chance, die Kamera rauszuholen. Aber es war wirklich, war schön, also man sieht trotz diesem extremen Wetter, erwacht trotzdem die Natur jetzt wieder zum Leben im Frühling. Und ich habe auch hier im Lager, in den paar Schneeflecken, die hier noch liegen, auch vereinzelt Hufabdrücke gesehen von Rehen, die da wahrscheinlich einfach durchkreuzen und dann da hoch weiter in den Wald. Ja, war schön. Jetzt ist auch die Sonne heraus, super Wetter. Ich hoffe, das bleibt so. Theoretisch soll es bis am Nachmittag halten, laut Wetterbericht, aber es hätte auch um 9 am Vormittag eigentlich schon die Sonne scheinen sollen und wie gesagt, es hat geschneit. Dementsprechend muss man momentan einfach auf alles gefasst sein.
Aber ja, schauen wir mal. Ich werde mir jetzt mal einen Ast suchen, der einen entsprechenden Durchmesser hat, sodass ich den als Becher dann verwenden kann. Und dann werde ich mir da ein Stück rausschneiden und dann mal zum Schnitzen anfangen. Wenn ihr Lust habt, bleibt dabei. Ja, ich lasse jetzt für heute mal gut sein. Es ist schon ziemlich spät, es ist 3:30 mittlerweile. Und habe jetzt schon einige Stunden damit verbracht, diesen Klotz hier ein wenig auszuhöhlen. Ist tatsächlich aufwendiger und anstrengender und schwieriger, als ich gedacht hätte. Aber es macht trotzdem Spaß. Und es ist schön, wenn einfach aus den eigenen Händen was entsteht. Ich werde jetzt dann allerdings schauen, ob ich vielleicht noch andere Messer finde daheim, mit denen ich das besser rausarbeiten kann. Weil es ist tatsächlich so,
dass hier die dass ich jetzt schon relativ tief drinnen bin, aber dass es jetzt schon relativ schwierig ist, da innen mit dem Messer zu arbeiten, weil man halt nicht mehr viel Winkel hat, auf dem man sich konzentrieren kann oder mit dem arbeiten kann, und dementsprechend, ja, mal schauen, ob ich da irgendwo noch was finde, mit dem ich da vernünftig arbeiten kann. Mal schauen. Auf jeden Fall brauche ich dann noch Schleifpapier, um einfach innen drinnen das alles noch ein bisschen zu glätten am Schluss. Ja, in dem Sinn, ich packe jetzt mal zusammen und mache mal dann wieder auf den Weg. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir zum Zuschauen. Und ich zeige euch dann in einem anderen Video, ob der Becher fertig geworden ist oder nicht. Damit lasse ich es an der Stelle jetzt mal gut sein und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, teilt das Video. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.